fantastischen Montag. Was habe ich bei meinem letzten Einkauf im Bioladen so geshoppt? Das will ich euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es jetzt einen Food Haul. Und ich würde sagen, wir legen los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Diesmal in den Bioladen reinging, habe ich als allererstes gedacht, ich brauche wieder eine Notreserve für meine Handtasche. Da sind immer Riegel drin, weil man weiß nie, was kommt. Und letzte Woche war hier sehr turbulent. Die Woche davor war noch turbulenter und hier war so viel los. Und ich musste so viel machen, dass ich gar nicht so gut zum Essen gekommen bin. Und wenn ich irgendwie Zeit zum Essen hatte, hatte ich irgendwie keinen Hunger. Und wenn ich irgendwie Hunger hatte, hatte ich keine Zeit zum Essen. Und Raw Bite ist mein ständiger Begleiter. Ich esse auch gerne andere Riegel, aber der hier macht mich richtig satt. Das wird wohl an den Kalorien liegen, die der hat. Aber ich liebe diesen Riegel. Und nützt ja nichts, wenn man Energie braucht, muss man irgendwie was dabei haben zum Essen. Und dieser Riegel rettet mich ganz regelmäßig vor dem Verhungern. Und ich bin so dankbar, weil ich finde, der schmeckt echt lecker und das ist so eines meiner Lieblings-Frucht-Nuss-Riegel. Und dann auch eingekauft ein Sesamöl. Bei tollen Ölen werde ich immer schwach. Dieses hier kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich hatte schon Sesamöl, aber noch nicht von dieser Marke. Wollte ich mal ausprobieren. Und wenn ich das nächste Mal wieder koche und das Öl passt dazu, dann kommt es hier auf jeden Fall zum Einsatz. Und dann habe ich unbedingt Erbsen eingepackt. Ich möchte mal wieder eine Erbsensuppe essen. Alles bereitet sich auf Frühling vor, aber ich habe irgendwie total Lust auf Erbsensuppe. Und da kann man nichts machen, dem muss man nachgehen. Also Erbsen rein in den Einkaufswagen. Und ich war echt in Shoppinglaune und als ich diesen Hummus mit getrockneten Tomaten gesehen habe, war es auch schon total um mich geschehen. Und wir machen hier Hummus eigentlich immer selber, aber die letzte Woche hat mir gezeigt, dass irgendwie alles manchmal anders läuft. Letzte Woche waren die Kinder wieder so ein bisschen krank und ich irgendwie auch und alles lief irgendwie komisch. Also mega komisch, also ganz anders als sonst. Und dann musste ich mal wieder feststellen, hey, es ist doch echt super, wenn mal jemand anders das Essen so zubereitet. Und ich war froh, dass ich so ein bisschen was im Haus hatte, wo man nicht so lange rumtüdeln und rumkochen musste. Und ich habe mich daran erinnert und habe gedacht, okay, ich nehme mir zwei Packungen von diesem Hummus mit getrockneten Tomaten und probiere den mal im Wrap. Also ich freue mich drauf und der ist bestimmt lecker. Hm? Ich muss mal sehen. In letzter Zeit habe ich super viel Cashewmilch getrunken und ich wollte mal wieder Mandelmilch in meinem Kaffee haben. Kann man selber machen, muss man aber nicht und deswegen habe ich hier zu diesem Mandeldrink hier gegriffen. Mandelmilch kaufe ich meistens ungesüßt und weil ich mir das immer lieber selber süße, wenn ich es mir dann süße. Aber zurzeit trinke ich meinen Kaffee irgendwie nur mit ein bisschen Zimt und Kaffee oder nur mit dem Kaffeegewürz und Kaffee. Und da passt die Mandelmilch natürlich super dazu. Und ich habe mal wieder Salz eingekauft. Macht man ja irgendwie auch selten. Aber so ein ganz normales Salz im Haus zu haben, das beruhigt mich total. Nee, also ich finde Kräutersalz wirklich gut und ich würze auch sehr gerne mit Kräutern. Aber mal so ein bisschen Salz, kommt so auf die Laune drauf an. Ich habe Wochen, da salze ich so ein bisschen mehr, also für meine Verhältnisse mehr, weil ich wirklich sehr salzarm lebe. Aber hin und wieder habe ich doch auch mal Lust irgendwie, gerade wenn ich Kräuter aufs Brot mache und dann so ein bisschen Salz, finde ich lecker. Und das Salz wollte ich auch schon länger mal ausprobieren. Und ja, also ab damit in die Einkaufstasche. Und ich musste natürlich meinem Ruf gerecht werden. Neulich sagten meine Kinder zu mir, ich würde nur Kräuter und nur grünes Gemüse kaufen. Sprich, die grünen Monster. Und da musste ich ihnen recht geben. Ich esse nämlich gerne Brokkoli, ich esse nämlich gerne Kräuter, aber meine Kinder, also zwei von meinen Kindern, finden das echt immer mega, mega ätzend, auf gut Deutsch. Aber ich finde, da müssen sie durch. Ich esse gerne Brokkoli und mein Sohn isst auch gerne Brokkoli. Und auch Petersilie esse ich sehr gerne. Also habe ich das auf jeden Fall eingekauft. Und im selben Atemzug habe ich nochmal Cherry-Tomaten gekauft und auch getrocknete Tomaten. Weil in den nächsten Tagen mache ich auf alle Fälle nochmal meinen mediterranen Nudelsalat, weil ich den so lecker finde. Und alle anderen stehen da auch drauf, also wird er auf jeden Fall in den nächsten Tagen hier nochmal zubereitet. Und solange es in meinem Bioladen diese lila Möhren noch gibt, solange werde ich sie auf jeden Fall kaufen. Ich habe beobachtet, dass die eher in den Wintermonaten zu haben sind und im Sommer irgendwie gar nicht so. Aber ich schaue einfach mal, wie lange es die noch gibt. Die sind ein bisschen violett und ich mag die vom Geschmack her super gerne. Ich mag die auch lieber als normale Möhren. Meine Tochter isst die auch total gerne. Meine Söhne sind so ein bisschen verhalten. Naja, die andere Möhre ist halt besser, aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber ich stehe total auf lila Möhren. Und mein Pferd mag die auch total.
Und ihr habt es bestimmt schon erraten, natürlich Nudeln. Und dieses Mal hatte ich irgendwie Lust auf eine andere Sorte. Ich hatte diesmal auch keine Lust auf Vollkornnudeln und auf Dinkelnudeln. Kennt ihr das? Ich mag Vollkorn- und Dinkelnudeln total gerne. Ich esse auch gerne Nudeln aus Kichererbsen, aus Linsen und so. Aber kennt ihr das, wenn ihr einfach nur mal Bock habt auf eine weiße Nudel? Und dann muss man das auch einfach machen. Und ich habe schon gesehen, diese Nudeln mit dem roten Pesto meines Mannes. Und ich hatte darauf so eine Lust. Und da hatte ich irgendwie diesmal keine Lust, Dinkel- und Vollkornnudeln zu kaufen. Ja, hin und wieder muss es auch mal Weißmehl sein. Ist eher die Ausnahme. Aber wenn, dann wird die Ausnahme hier so richtig gefeiert. Für mich persönlich sind diese Soft-Tomaten von Alnatura neu. Ich habe die noch nie gesehen. Ich kaufe ja auch sehr gerne die getrockneten Tomaten. Die esse ich sehr gerne. Ich finde die geschmacklich top. Aber so Soft-Tomaten hatte ich bisher noch nicht. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es sie schon länger gibt oder ob ich sie nur ignoriert habe oder ob ich sie noch nicht gesehen habe. Ich finde die auch irgendwie ganz cool zum Mitnehmen. Mal was anderes. Nicht nur Trockenfrüchte oder irgendwelche Riegel. Die kann man ja auch mal unterwegs essen. Sind auch leicht gesalzen und ich hoffe, dass sie mir gut schmecken. Und dann natürlich jede Menge Salat, weil ich mache in den nächsten Tagen auch eine Linsenlasagne und dazu möchte ich gerne eine Salatbeilage reichen. Jedenfalls für mich und meinen Mann, meine Kinder sind, was Salat angeht, immer sehr unschlüssig, obwohl ich neulich mal auch Schulbrote gemacht habe mit Salat dazwischen. Ich habe nichts gesagt, ich habe das einfach mal gemacht. Und das ist erschreckend gut angekommen. Meine Tochter meinte, hey, du hast mir Salat aufs Brot getan. Ich habe gesagt, ja, ich weiß. Und wie war die Erfahrung? War nicht schlimm. Und gerade wenn man eine tolle Lasagne zubereitet. Und meine Lasagne ist, glaube ich, jetzt nicht mega kalorienarm. Aber Lasagne ist ja, glaube ich, generell kein kalorienarmes Essen. Und ich finde es immer toll, das so ein bisschen zu kombinieren. Gerade bei der Lasagne mögen wir das sehr gerne, wenn sowas Frisches dabei ist. Mein kleinster Sohn, der möchte zurzeit immer morgens sein Müsli haben. Und das isst er am liebsten so mit Haferflocken, mit klein gehackten Äpfeln, mit ein paar Nüssen und mit Aprikosen. Und die sollten getrocknet sein, weil es jetzt keine normalen Aprikosen in meinem Bioladen gibt. Und das ist auch gut so. Jedenfalls habe ich ein paar getrocknete Aprikosen gekauft und die mache ich dann so ganz klein und rühre sie ihm so unter. Und dann isst er das meistens mit Mandelmilch oder auch gerne mit Hafermilch oder mit anderen Milchsorten, je nachdem, was gerade da ist und das schmeckt ihm wirklich sehr gut. Und ich finde, so ein Müsli mit Aprikosen, das süßt echt ganz gut und das schmeckt fantastisch. Solltet ihr auch mal ausprobieren. Und das nächste, was ich mir zugelegt habe, kann man nicht wirklich essen, aber ich tue Essen hinein. Und zwar habe ich einen neuen Leinenbrotbeutel. Das Gut Volkswelde, also mein Bioladen, wo ich kaufe, hat ja auch eine angeschlossene Gutsbäckerei. Jeden Morgen gibt es tolle Brote und ich bin ein großer Fan. Und allein wegen der Bäckerei und allein wegen dem Bioladen muss ich auf jeden Fall hier in der Nähe wohnen bleiben. Jedenfalls muss ich im Lieferservice-Einzugsgebiet unbedingt bleiben, weil die Brote sind der Hammer. Und ich kaufe sehr regelmäßig da ein. Natürlich auch manchmal woanders, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann gehe ich natürlich in die Volksfelder Gutsbäckerei. Ich habe mittlerweile verschiedenste Brotbeutel, aber ich fand den Volksfelder Brotbeutel jetzt so schön, dass ich mir ihn gekauft habe, weil ich das einfach unterstützen möchte. Ich finde das total klasse. Und was bei Leinen auch immer der Vorteil ist, das Brot bleibt wirklich sehr, sehr lange frisch. Ist ein optimales Material, um Brot frisch zu halten, um Brot zu lagern. Ich finde auch, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Das Gut Volkswelde bietet ja jetzt auch Coffee-to-go-Becher an, die kann man da kaufen und jetzt diese Brotbeutel, also ich finde es klasse, weil auch Papiertüten müssen natürlich hergestellt werden und wenn man sich dann mal sparen kann, finde ich das toll. Also für mich ist so ein Brotbeutel echt genial und ich finde, sieht auch sehr, sehr gut aus, also auch eingepackt. Und beim Durchstöbern hatte ich mal wieder so richtig Lust auf ein Müsli, was ich mir mal nicht selber machen muss. Und da habe ich dieses Birchermüsli hier entdeckt. Das weicht man abends in Milch ein oder in was auch immer, was man so haben möchte. Und dann kann man das am nächsten Tag aus dem Kühlschrank nehmen und genießen. Und das ist so lecker. Ich bin ganz verliebt in dieses Müsli. Hin und wieder finde ich es ganz schön, Müslis zu kaufen. Das ist mal ein anderer Geschmack. Das ist einfach mal eine andere Rezeptidee. Ich habe zwar viele gute Müsli-Ideen, aber auch ich bin da ständig so ein bisschen eingefahren. Ich neige dazu, immer dieselben Zutaten zu nehmen, weil es die Zutaten sind, die ich einfach mag. Und dann mal so ein anderes Müsli zwischendurch zu essen, das finde ich persönlich immer gut. Und mein Bioladen hat super viele Müsli-Sorten. Man kann sich irgendwie kaum entscheiden. Aber hiermit habe ich die richtige Wahl getroffen, weil das ist ehrlich gesagt schon eine Zweitpackung, die ich kaufe. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin jetzt eine Wiederholungstäterin, weil das hat mir echt total gut geschmeckt.
Und Raps, ganz ehrlich, die dürfen hier gar nicht alle werden. Ich bin ein absoluter Rap-Junkie. Ich liebe es, mir abends mein Gemüse da reinzupacken oder den Rest von der Curry-Auberginenpfanne oder auch nur eine Avocado zu zerdrücken oder ein paar Tomaten da rein, ein bisschen Salat. Ich finde, Raps sind immer ein super Essen. Wir haben zum Beispiel hier auch einen Tag, der ist so sehr knapp. Meine Kinder haben Schulschluss und dann fängt bald der Sport an. An einem Tag kommen wir nicht so wirklich gut zum Essen und wenn nur, dann unter Hetze. Und dann lasse ich das Mittagessen gleich ausfallen und wir essen dann abends zusammen warm. Und an diesem Tag mache ich immer Wraps mit den verschiedensten Zutaten und meine Kinder finden das richtig cool. Dann essen die Wraps im Auto oder beim Sport auf der Wiese, je nachdem wie warm es draußen ist. Und ich muss sagen, ich esse Wraps auch sehr, sehr gerne und auch oft. Und das ist ein Essen, wo man auch gut Kinder überzeugen kann, Gemüse zu essen, Salat zu essen, einfach mal so zu probieren. Denn was sie manchmal nicht so auf den ersten Blick sehen, das hinterfragen sie auch nicht. Und meine Kinder essen zum Beispiel viel mehr fremdes Gemüse, auch in Wraps gewickelt. Das klappt so hier ganz gut. Und deswegen liebe ich die Dinger. Die sorgen einfach so ein bisschen für Abwechslung und auch für Vielseitigkeit. Und mal so unter uns, ich kann zurzeit Tees nicht mehr sehen. Ich habe in den letzten Wochen so viele Tees getrunken, weil es mir einfach nicht so gut ging. Bei mir ist das jetzt so, ich fühle mich so ganz gut, aber ich habe auch Tage zwischendurch, wo ich total verschnupft wieder bin. Und ich habe keine Lust mehr und habe mir jetzt Espresso gekauft. Ich muss mal wieder so einen richtigen Kaffee trinken. In den letzten Wochen kam das so ein bisschen zu kurz, aber es ist auch gut so, wenn man keine Lust auf Kaffee hat, dann sollte man ihn auf keinen Fall trinken. Bei mir ist das der Fall, wenn ich so ein bisschen kränke und es geht mir nicht gut, dann habe ich gar keine Lust auf Kaffee. Und dann lasse ich das auch ein paar Wochen, tut ja auch mal gut. Aber jetzt habe ich wieder so langsam Appetit. Ich brauche einfach mal so eine kleine Pause von dieser Kräutertee-Arie hier und brauche mal wieder so einen richtigen Kaffee. Und zurzeit stehen meine Kinder total auf dieses Knäckebrot. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber es wird jetzt zurzeit rauf und runter gegessen. Ist wahrscheinlich eine Phase, weil sie das neulich mal kennengelernt haben. Am allerliebsten esse ich das mit Margarine oder mit Kräutern oder mit selbstgemachten Brotaufstrichen, je nachdem. Meine Kinder essen das zurzeit hier rauf und runter. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen froh, wenn diese Phase wieder vorbei ist. Aber wenn sie es gerne mögen, sollen sie sich daran satt essen und dann ist in 2 Wochen auch was anderes dran. Und meine Tochter wollte Cornflakes und sie wollte unbedingt diese hier. Das sind ihre Lieblings-Cornflakes. Es gibt ja in meinem Bioladen ganz viele Cornflakes-Sorten, auch vegane Cornflakes. Aber meine Tochter möchte immer diese hier. Die sind leicht mit Honig gesüßt, also kein veganes Produkt. Klappt an dieser Stelle leider nicht. Sie hat schon mehrere Sorten Cornflakes probiert, aber sie bleibt bei diesen hängen und ich finde das völlig in Ordnung. Auf jeden Fall soll ich euch sagen, dass das die weltbesten Cornflakes sind. Also Gruß von meiner Tochter. Falls ihr auch mit Honig gesüßte Cornflakes möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall die mal probieren, weil die sind angeblich die besten. Und ich muss noch oben drauflegen, dass die anderen auch gut sind. Aber diese hier mag sie eben lieber. Und neu bei uns im Regal, dieser Reisdrink hier, Vanille. Und den habe ich unbedingt natürlich mitgenommen. Meine Kinder trinken unheimlich gerne die Reismilch von Alnatura. Oder hin und wieder mal über den Cornflakes oder über den Haferflocken. Die Reismilch kommt bei uns sehr gut an. Und ich habe mir gedacht, hey, probieren wir das auch mal aus. Ich bin gespannt, ob die Kinder die auch gerne essen. Oder ich kann mir auch vorstellen, hin und wieder damit mal einen Vanille-Himbeershake zu machen. Das trinken meine Kinder ja auch sehr gerne. Auf jeden Fall ist die ungesüßt und das ist ja immer schon mal gut und dann hat man so eine kleine Abwechslung mal im Milchregal hier zu Hause. Ich bin gespannt, ich werde die auch noch probieren, ob die so richtig vanillig ist oder nur so ein bisschen angehaucht. Schauen wir mal, wie die schmeckt und ob wir die auch wieder kaufen würden. Und Zucchini, ganz wichtig, bevor sie bei mir wieder im Garten wachsen oder im Garten meiner Nachbarin, muss ich Zucchini noch kaufen. Und mal sehen, ich habe in den nächsten Tagen vor, auf jeden Fall noch mal so ein Gemüsecurry zu machen, weil zurzeit habe ich abends total Lust auf Curry. Egal ob rot, grün oder gelb oder was weiß ich. Auf jeden Fall super lecker. Zucchini finde ich in Currygerichten auch immer sehr, sehr, sehr lecker. Also habe ich ganz viel Zucchini mitgenommen, damit ich bald auch lecker kochen kann. Ich
liebevolle Kühlschränke. Und ich glaube, das ist mir heute gelungen. Ist so einiges geworden. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir super gerne einen Daumen hoch da. Ich freue mich immer darüber. Und wenn du den letzten Food Haul nochmal sehen willst, dann klickst du dich in die Infobox oder hier auf die Seite. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Start in die neue Woche. Die ist ja so eigentlich ganz gut angelaufen, finde ich. Jedenfalls bei mir. Und wir sehen uns zum nächsten Video, wie geplant, am Mittwoch. Also, bis Mittwoch.